Endloser Regen. Ich habe so gut wie gar nichts mehr. Ich habe keine Heilung mehr. Ich habe Munition habe ich noch in Ordnung, aber Heilung ist halt weg. Und jetzt kommen wir hier irgendwo hin. Waren das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du die Welt zu retten? Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hole Hilfe. Dann viel Glück damit. Ja. Bei dem Zellengang gab es einen Nebenflur durch. Ja, egal. Mein Gott. Heiliger. Straße fällt aus. Hier durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Oh, Gott sei Dank durch den Waffenladen. Das ist also das riesige Loch mitten in der Straße so. Hey Madak. Ich weiß nicht, ob man zurück kann. Ich habe Resident Evil, also ich habe das Remake nicht durchgespielt, aber ich glaube, wenn du es durchhattest, hattest du es durch. Du kannst jetzt, glaube ich, da nicht mehr zurück. Wobei, du kommst immer mal wieder, glaube ich, auch noch zurück. Keine Munition oder sowas? Keine Waffen? Langer Lauf. Die nimmt jetzt nur ein bisschen mehr Platz weg, aber ist egal. Munition haben wir ja auch noch, oder? Oh, Granate. Wow. Wir kriegen wieder Ausrüstung, das heißt, hier kommt gleich ein Bosskampf. Das wird herrlich. Brief an den Ladenbesitzer. Jill auf den Fersen. Kendo, du hast wohl deine Gründe zu bleiben. Ich hoffe also, dass du dich gut auf dich aufpasst. Wenn sich jedoch Dinge verschlimmern und ein anderer Weg sich verschließt, weißt du, wo du mich finden kannst. Ich werde alles tun, was ich kann. Jill Valentine. Okay. Kendo ist also Jills Freund. Hier kriegen wir noch ein bisschen Pistolenmunition. Der aber auch schon gut ausgekauft ist. Der Kendo könnte schon tot sein. Und langsam ver... Nicht bewegen. Ich werde ihm nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Die ist tot. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada, lass sie einfach. Die greift ihn jetzt an. Emma? Süße, du solltest doch drinbleiben. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Und hier. Sie beißt ihn. Ich weiß nicht. Dinger da draußen. Das tun die uns an. Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Hä? Sie war unser kleiner Engel. Mami schläft schon, Kleines. Okay? Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Ja.
Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Tja. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Hat er sich selbst oder die Tochter erschossen? Weil wenn er sich selbst erschossen hat, der hat bestimmt Munition. Ich brauche Munition. Hier bei der Waffe. Hier haben wir auch nicht alles durchgeguckt, oder? Doch. Okay. Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Tja. Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Ich glaube, aber in die Polizeistation kommen wir jetzt nicht mehr zurück, oder? Hat man irgendwo den Herzschlüssel noch gefunden? Hier kommen wir zu Annette. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, danke. Ich hasse die Kanalisation. Ich hasse die Kanalisation. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Das müffelt hier auf jeden Fall ein bisschen. Will ich doch hoffen. Das war eine Explosion. Wir müssen hier rein, Edda. Was zum Teufel? Pass auf! Gott weiß, was hier unten ist. Das war das Krokodil. Das war das Krokodil. Ah, ich wusste, dass hier noch was ist. Pistolenmunition. Hast du Hunger, Blackie? War das ein Jahr? Hoppelst du schon weg? Das wird lustig. Okay, was haben wir hier? Schreibmaschine. Nein, ich will speichern. Und wir kriegen die Kiste. Habe ich irgendwie Schießpulver? Ich habe Schießpulver, ich habe auch nichts weiteres. Rotes Kraut, ich habe aber keine weiteren Kräuter. Ich habe momentan nichts zum Heilen. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Die Kanalisation hat mich beim Durchspielen am meisten abgefuckt. Okay, wir haben hier nichts zum Heilen, nichts, nur Schreibmaschinen und hier geht's weiter. Das heißt,
Ja, da kam wahrscheinlich das Krokodil her. Und da ist es wahrscheinlich lang. Okay. Ich würde aber sagen, bevor wir das mit dem Krokodil machen, bevor wir dem Ding folgen, und was auch immer Ella hier macht, werde ich ganz kurz die Katzen füttern gehen, weil wir haben 20 Uhr. Das heißt, wir machen eine ganz kurze Katzenfütterungspause und danach machen wir weiter mit der Kanalisation mit den Krokodilen. Machen wir weiter durch die Kanalisation. Warum muss ich durch die Kanalisation, wenn da das Krokodil kommt? Ada! Solange Ada da ist, fühle ich mich eigentlich relativ sicher, weil ich glaube, dann passiert nichts. Darf ich mal anmerken, wie unlogisch Resident Evil ist, ne? Wir haben hier eine absolute Zombie-Apokalypse, aber wir haben hier Klopapier. Drei Rollen und hier ist sogar noch ein ganzes Paket Klopapier. Okay. Hier habe ich aber auch noch nicht alles aufgelesen, ne? Ist vielleicht hier noch irgendwas? Munition oder so? Ich will natürlich alles mitnehmen. Auch alles, was ich nehme. Ich habe halt kein Heilzeug mehr. Das ist das, was mich wirklich am meisten belastet. Hier ist auch nichts? Nein. Okay. Okay, okay, okay. Ah. Munition. Das heißt, dass eigentlich gleich irgendwas kommen müsste. Schon wieder? Es ist nicht zu spät umzukehren, Leon. Keine Chance. Du hast mich bis zum Schluss am Hals. Okay. Da kommt doch jetzt irgendwas. Können wir nicht Ada vorausschicken? Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Warte da. Ach du Heiliger. Ach du Scheiße. Leon! Schnell raus da! Lauf, Leon! Ach du Heiliger! Ach du Heiliger! Verdammte Scheiße! Ach du Heiliger! Geh weg! Oh Junge! Lauf, 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 lauf! Daran, du übergroßer Mist. Kerl. Habt ihr eigentlich gewusst, dass die Frau vom Crocodile Hunter geheiratet hat? Na? Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich weiß auch nicht warum. Ja, bleib Leon, ruhig. Leon, hier oben. Was zur Hölle war? Komm einfach hoch. Ja, ich komme gleich hoch. Habe ich hier alles? Ich habe hier alles. Alter. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Okay.
Das war das Krokodil. Ich glaube aber, war das Krokodil schon der Boss? Nur, dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war, Annette ist viel gefährlicher. Du gehst vor. Du gehst vor. Ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, Ada. Noch eine Speichermaschine. Okay. Da war das echt nur für das Krokodil. Das war bestimmt nicht der einzige Boss, der uns hier noch begegnet. Zweifelsohne Williams Werk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Überraschend für eine Forscherin. Leon. Kümmere dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Laufen Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Oh, jetzt spielen wir Ada, die 9 Schuss hat in ihrer Waffe. Denn hier? Was breitet sich da aus dem Zombie aus? Sieht aus, als wenn da irgendwas rausgequollen wäre. Okay. Hier liegt Leon, der macht ein Nickerchen. Jetzt dürfen wir tatsächlich als Ada spielen. Das wird lustig. IMV-Visualizer. Benutzen Sie IMV-Visualizer, um Kabel aufzuspüren und elektronische Geräte zu hacken. Zielen, hacken. Zeit für die Spezialwaffe. Ah. Ist es gut, wenn ich hier unten davor stehe? Anscheinend ja. Nichts leichter als das. Okay. Durch das Rohr. Eine Menge Kakerlaken. Nein, da ist auch nichts. Da. Ist dann hier? Nein. Okay. Das wird mich jetzt aber treffen, oder?
Das heißt, jetzt müssen wir wahrscheinlich mit Zombies kämpfen. Und gleichzeitig irgendwelche lustigen Hackerspielchen betreiben. War ja klar. Wir haben nur 9 Schuss mit ihr. Das reicht halt nicht aus, um irgendwas zu töten. Also überlege ich, ob ich einfach an dem vorbeirenne. September-Inspektion, erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Munition, das ist gut. Alter. Das ist auch nur minimal laut. Okay. Wir müssen mal gucken, wie stark die Waffe ist. Oh. Aber ey, das Waffe scheint auch nicht so stark zu sein. Das heißt, eigentlich sollte ich die lieber am Leben lassen, ne? Und an denen einfach nur vorbeilaufen. Weil fürs Töten haben wir nicht genug Munition. Das ist das große Problem. Wir brauchen ca. 11 Schuss für einen Zombie. Aber wir haben alles getestet, was wir testen wollten. So. Ah, damit die Tür aufgeht, mussten wir das umstellen. Haben wir noch mehr solcher Kabel? Wir haben zumindest ein paar Zombies hier. Du wirst auch noch aufstehen. Das würde halt das Interessante, das Hacken, während die Zombies dich verfolgen, ne? Der steht da auch noch da auf. Okay. Darf ich mal? Nein. Nicht du. Ich würde ein bisschen mehr von ihr erwarten. So angriffstechnisch. Ich fürchte fast, ich muss nochmal zurück da. Das hat mir nämlich nichts gebracht. Das war wahrscheinlich noch der erste Raum. Hier ist die hinter verschwunden. Und hier braucht. Hartnäckiger Mist, gell, was? Willst du mich verarschen? Okay, beeil dich.
Lauf. Nein. Jetzt kommt echt Mr. X nochmal. Schon. Es war so klar, dass er nicht tot ist. Komm schon. Du hast schon deinen Hut verloren. Du wirst mehr als den Hut verlieren. Respekt. Aber das wird ihn nicht aufhalten. Er wird wiederkommen. Okay, ich muss 3-4 stellen. Sag jetzt nicht, ich muss 3-4 von diesen Dingern machen, bevor der hier ankommt oder während der hier rumläuft. Okay, 1, 2, 3... Der führt da hinten nach unten, der führt da an diese Schaltstelle. Der kommt von da oben. Ich muss auf jeden Fall nach oben, ne? Der wird auch. Ja. Kein Strom drauf. Okay, das heißt, ich darf jetzt wahrscheinlich 3 von diesen Dingern machen, während mich Mr. X verfolgt. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. September-Inspektion, zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband können wir endlich mit unserem Inspektion des Abrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über den Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts mal einen Blick drauf werfen. Bleibt Mr. X. Die Armband. Bravo. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen G nie in Ihre Drecksfinger. Bin nicht als Einzige dahinterher. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Okay. Das kommt noch hier hin und wenn du nur eine Minute Zeit hast, ist es kein schweres Rätsel. Das Miststück weiß, was sie tut. Jetzt können wir auch dich hier an, oder? Ah, ich dachte gerade, da kommt Mr. X. Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgeben. Könnt ihr vergessen. Ach so, weil wir das Armband haben. Okay. So, wo muss ich lang? Da ist die Verbrennungsanlage. Das ist, ach du Heilige, das ist ein richtiges Labyrinth, ne? Hier sind wir runter, hier haben wir gespeichert, hier haben wir sie getroffen. Hier sind wir mit Ada lang. Das heißt, hier kommen wir wieder zurück. Nur in einen anderen Abteil, aber ich denke mal, da müssen wir noch nicht lang. Ich glaube, wir müssen hier lang. Aber ich glaube, da wird uns gleich was begegnen. Okay, kein Mr. X.
Aufbereitungsanlage. Immer schön nach Kabeln suchen. Ne? Man könnte ja irgendwas verpassen. Das ist das Ding. Man könnte ja irgendwas verpassen. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für G. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Okay.